Hallo, liebe YouTube-Freunde, und herzlich willkommen bei Starry Teil 2. Die Wände, die mich zerquetschen sollten, haben das nicht getan. Und deshalb dürfen wir hier eintreten in den Keller der guten Laune. Wir sind auf einmal ganz langsam. Ist das Energie? Hätte mich bestimmt umgebracht. Das sind Augen. Also, wie ist es denn in einem guten Smiley-Verhältnis? Mach an jetzt. So? Passt das. Geil. Thumbnail. Cool. So. Öffnet die Tür. Schließe. Geht nicht. Hallo? Ist offen? Ach, geh mal rein, komm. War bisher nicht gruselig. Wird's auch nicht werden. Hier ist ein gruseliger Zettel. Ah, schon der zweite Tag, an dem ich nichts zu essen bekommen habe. Wash at all bent? Was? Meine. Ich darf nicht mehr waschen. Und gestern haben die Gefängniswärter meinen Zellenkameraden zu Tode geprügelt. Unsere Regierung braucht uns nicht mehr. Also braucht uns nicht mehr. Sie wollen uns diese Nacht töten. Wir haben es vielleicht verdient. 86. Tag. 5. November. Okay. Waren wir denn, oder sind hier, sind wir, oder sind hier Regimegegner? Und wozu kann ich bisher springen? Nee. Also wenn Open Door nicht, boah, öffne die Tür, steht da vor allen Dingen nicht Open Door. Kann man es anscheinend auch nicht? Nee. Moment. Ach doch, das war, okay. Die erste war zu. Hier liegt nichts. Das leichte Leben. Die Wahl. Die Qual. Leichtes Leben. Leichtes Leben. Kann auch sein, dass ich zu viel reininterpretiere. Und es gar keine Rolle mehr spielt. Hier falle ich nicht drauf rein. Alter Schwede. Kommt hier noch was? Hallo, ich möchte hier rüber. Ich glaube nicht, dass ich überspringen kann. Nein. Nein. Die Wahl. Mach mal auf jetzt. Da ist auch irgendwas. Mach an! Hier? Ja. Sind Bruchstücke, aber weder an der Wand noch an der Decke ist irgendwas kaputt. Ich will das Spiel jetzt nicht unrealistisch nennen. Aber ein bisschen komisch ist das schon. Was, jetzt geht's raus? Ich will eigentlich gar nicht raus. Wollen wir raus? Ich weiß nicht, nein, dann muss ich in die andere Tür noch gucken. Tut mir leid. Ja, gar kein Rennen. Mach mal an die. Ah ja. Okay. Also. Ja, dann müssen wir wo raus. Ach, schön.
Bleib mal auf dem Weg. Tja, und weil es mir ja draußen nicht gefallen hat, sind wir wieder drin. Sehr gut. Oh, hallo? Hier ist jetzt so nicht richtig was zum Öffnen oder Benutzen. Wir haben die Texturen der Schranktüren auch für die Decke benutzt. Das geht. Dann ist man schneller fertig mit so einem Spiel. Das sieht aus wie eine Falle. Und das sieht aus wie der Knopf da. Ach nein. Die streng geheime Treppe nach unten. Und Getreide. Ich gehe noch nicht runter, oder? Nein, nein, nein. Wir schauen uns erstmal noch hier um. Kerker. Tatsächlich ist das jetzt alles ein bisschen altertümlich. Fällt mir erst bei dem Kerker auf. Hier? Kann ich was machen? Nein. Okay. Mann, dieses Atmen. Also ich weiß, dass ich manchmal auch so atme. Gib mir den. Gib mir den. Gib mir den. Oh, was? Kann ich nicht nehmen? Kann ich anleuchten. Ah, leuchtet. Schade. Nun gut. Dann haben wir hier links noch eine Tür. Was total öde wäre, wenn die jetzt aufgehen würde, einfach so. Geht sie? Nein, da war nichts. Wir gehen jetzt die Falltür runter. Die Treppe. Bum, bum, bum. Hallo, guten Tag, guten Abend. Wow. Ja, du musst so richtig laut aufgehen. War denn noch was? Ist bestimmt nur irgendwas, was mich tötet. Das Feuer hat man, glaube ich, gehört oben, als wir reingekommen sind, oder? Kann das sein? Mach mal an, das Licht schnell. Ja, danke. Ah, hier. Alte Loren. Fachmännisch zugemauert. Bergarbeiter, Werkzeug. Hallo? Eine Bildnis? Gut. Er hat mich also doch nichts getötet. Hallo, guten Tag. Und so. Möchte hier was drücken? Nein. Ich möchte hier was drücken. Nein. Hallo. Wow. Guten Tag. Also, ich würde. Oh, Truhe oder. Oh, nee, erst lesen. Lesen ist immer wichtiger. Oh, Brothers and Sisters, unfortunately, Lord Ort ist tot. Und ich als der Chief Deputy Lord, als stellvertretender Geschäftsleiter des Anwesens. Erstens, also hier neue Rolle und so. Bla bla. Also wir müssen seine Hinterbliebenen, also die Lebenden, lebendig begraben und versiegeln. Alle Kriminellen, die im Kerker sitzen, werden. Alter, was? Das Fleisch entfernt und verbrannt? Ah, nee.
Also verbrennen und an die Hunde verfüttern. Und jede Nacht, eben nicht, jede Woche werden wir hier, genau hier, jemanden opfern und ihr Fleisch essen und machen. And make. And make. We offer sacrifice to the gods. We will eat their meat and make. Heißt das Meat and Make, ist das vielleicht eine Redewendung, die ich nicht kenne? Vielleicht essen wir gar nicht deren Fleisch. Hallo, gehst du auf? Nein. Nein. Na gut. Also hier waren schon ziemliche Barbaren. Aber klar, wenn der Häuptling stirbt, dann werden Frau und Kinder von ihm halt direkt mit in das Grab eingesperrt. Kennt man ja. Mua. Gut, ich gehe wieder hoch, ja? Kommst du nachher? Ja, gut.